spannenden Veranstaltung der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft, offen, vernetzt und integrativ. Des Internet und Gesellschaft Collaboratory. Mein Name ist Christine Nahr, ich bin die Projektleiterin dieser Initiative. Es ist die 7. Initiative und wir haben heute einen Workshop-Tag gehabt mit vielen Expertinnen und Experten, die sich hier verstreut haben und noch da geblieben sind, erfreulicherweise. Und wir wollen heute unsere Runde ein wenig öffnen. Schön, dass Sie da sind und ihr da seid. Die Leute da draußen, auch hallo. Und wir haben ein wenig gekürzt aufgrund der Zeit. Möchte ich ganz kurz etwas zur Initiative sagen und wo wir gerade stehen und was ganz, ganz wichtig ist, sich vorzumerken und so weiter. Und dann haben wir kleine und große Programmpunkte. Einmal wird Howard Weingold zu sprechen über seinen Weg, seine persönliche Aneignung von Social Media und The New Culture of Learning. Und dann wird Hannes Klöpper über sein neues Buch, sein ganz aktuelles Buch, Die Universität im 21. Jahrhundert sprechen. Weingold wird via Videokonferenz bei uns sein können. Insofern probieren wir das gleich aus, was wir am Tag heute in verschiedenen digitalen Werkzeugen besprochen haben. So habe ich versucht, eine Überleitung zu finden, aber gut. Die Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft ist eingebettet in ein Multi-Stakeholder-Think-Tank des Internet- und Gesellschaft-Collaboratory und ist eine auf 3 beziehungsweise eigentlich 4 Monate begrenzte Initiative mit ungefähr 40 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem Hochschulbereich, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und so weiter. Wir haben uns das erste Mal am 8.10. getroffen und über das Lernen in der digitalen Gesellschaft gesprochen. Also wie lernen wir mit digitalen Medien? Und was bedeutet Lernen in unserer Gesellschaft überhaupt, in der sogenannten digitalisierten Gesellschaft oder digitalen Gesellschaft? Welche Chancen eröffnen sich daraus? Was gibt es so an Möglichkeiten, aber auch an Herausforderungen? Müssen wir uns einfach neue Settings, in denen wir uns befinden? Spielt alles nur noch online statt? Brauchen wir gar nicht mehr zur Universität und in die Schule womöglich zu gehen und kann man gleich zu Hause bleiben? Und wie können, und das ist das Visionäre, was die Expertinnen und Experten anstellen, derzeit auch schon sehr, sehr aktiv, wie können neue Lernumgebungen aussehen? Wie müssen sie aussehen? Also wie müssen sie sich den gegebenen Umständen anpassen? Wie können künftige Formen aussehen, um dem Menschen sozusagen gerecht zu werden und um die Potenziale, die in Medien stecken, auch komplett für sich in Gebrauch zu nehmen, wie es so schön heißt? Welche Kompetenzen, aber auch welche Voraussetzungen ergeben sich zum Beispiel durch ein verändertes, vernetztes Leben und Lernen und zum Beispiel auch der Umgang mit offenen und digitalen oder digitalen und offenen Lehr- und Lernmaterialien. Stichwort Open Educational Resources spielt bei uns auch eine Rolle. Was sind die Ziele? Um das auch kurz zu sagen, wir möchten aufzeigen, was bereits passiert, also was bereits an verschiedenen Punkten passiert und was passieren muss. Das sind also so ein bisschen das Zweischneidige dabei. Wir wollen konkrete Lösungen vorschlagen, zur Diskussion stellen, Perspektiven aufmachen, neue innovative Wege gehen, also wie sich Lernen in unserer Gesellschaft verändern muss. Zum Aufbau sage ich nur kurz was, das kann man auch nachlesen natürlich. Wie gesagt, heute war der zweite Workshop, am 20.11., sprich heute, einen ganzen Tag lang. Und am 11.12. wird ein weiterer Redaktionsworkshop stattfinden, weil wir neben den gesamten einzelnen Projekten, die angestoßen werden, auch einen zusammenführenden Abschlussbericht dieser Initiative planen und vorbereiten demzufolge. Wie gesagt, am Ende steht ein Abschlussbericht und verschiedene einzelne digitale Produkte. Worum geht es ganz genau? Es geht um ganz, ganz viele Dinge, weil das Thema auch so vielfältig und von verschiedenen Seiten kann. Ich will nur ein paar Stichpunkte nennen, weil sich einzelne Gruppen gegründet haben und zur Visualisierung gibt es übrigens auch so eine nette Cloud.
Es gibt zum einen zum Beispiel eine sehr spannende Methodin. Eine Gruppe beschäftigt sich zum Beispiel mit Methoden. Wie können Übergänge von Offline- und Online-Welten geschaffen werden auf der methodischen Seite? Aber auch, was gibt es für technische und ideelle Voraussetzungen zum Beispiel? Eine andere Gruppe beschäftigt sich mit sogenannten Good Practice-Beispielen und mit dem Fokus auf den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht. Also sie schauen sich konzentriert Beispiele an, die schon passieren an unterschiedlichen Stellen in Schule und möchten sie dann zur Diskussion stellen sozusagen und vorstellen, erstmal transparent und sichtbar machen. Eine andere Gruppe beschäftigt sich mit Lernen mit Tablets oder auch eine weitere mit Open Educational Resources und da ganz konkret mit, sie nannten es so, die Open Educational Resources Aufklärung, sprich also konkret, es geht konkret darum, Produkte zu schaffen, um zu sehen, wie können wir den Gedanken von Open Education und von Open Educational Resources tatsächlich noch in stärker ins Bewusstsein tragen, um zu sehen, und das können wir zum Beispiel durch Videos machen und durch konkrete Flyer und so weiter. Gibt es dazu Fragen aus dem Publikum, die die Initiative noch nicht kennen? Dann würde ich... Okay. Dann würde ich gerne ein Produkt vorstellen, was bereits entstanden ist. Und zwar ist es eine deutsche Übersetzung eines Open Educational Resources Videos, was den ersten Preis gewonnen hat bei einem OER-Wettbewerb, Why Open Education Matters. Und die Gruppe hat sich, das war natürlich in Englisch, und die Gruppe hat sich zunächst erstmal umgetan, um das Ganze erstmal ins Deutsche zu bringen. Also Sie sehen, es sind so kleine Schritte, aber feine Schritte, um zum Beispiel einen Gedanken wie den Open Educational Resources Gedanken noch stärker ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Bevor also die Keynote kommt, noch ein kleiner Eindruck. Ich hoffe, das klappt. Lebenswichtig. Sie bereichert unser Leben, bewahrt unsere Gesellschaft und hilft uns, in die Zukunft zu wachsen. Das ist zumindest die Vorstellung dahinter. Oft aber bleibt Bildung, so wie wir sie kennen, Millionen rund um die Welt versagt. Nehmen wir zum Beispiel Tondo, einen schlauen Jungen, der von Großem träumt. Doch was er an Bildung bekommt, bringt ihn nicht weiter. Tondos Schule kann sich keine zeitgemäßen Unterrichtsmaterialien leisten. So muss er mit total veralteten Schulbüchern arbeiten. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auch Tondos Lehrer mit unzureichenden Materialien arbeiten müssen, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. Und selbst wenn er es trotzdem schafft und studieren kann, wird er aufgrund der Kosten für Unterricht, Bücher und Unterlagen anschließend auf einem Berg voller Schulden sitzen. So geht es nicht nur Tondo. Diese Situation wiederholt sich in Schulen und Hochschulen rund um die Welt. So viel zum Thema Bildung für alle. Wie kann man das Problem nun beheben? Die Lösung ist Open Education, freie Bildung. Open Education ist eine weltweite Bewegung, die Schülern und Lehrern überall hochwertige Bildung zur Verfügung stellen will. Die Grundidee ist es, erstklassige Lernmaterialien ins Internet zu stellen, auf die jedermann kostenfreien Zugriff hat. Wie man sieht, können sie anders als Schulbücher immer aktualisiert werden und sind deshalb niemals veraltet. Lehrer erhalten die Erlaubnis, sie anzupassen und zu verbessern, um Schülern genau das zu geben, was sie brauchen, um ihre Träume zu erreichen. Da alle freien Bildungsmaterialien weitergegeben werden können, sind Schulen nicht länger dadurch begrenzt, wo sie sind oder wie viel Geld sie haben. Und wenn ihr glaubt, dass freie Bildung nichts taugt, dann denkt daran, dass freie Bildungsmaterialien von den angesehensten Institutionen und Gelehrten der Welt erstellt werden. Von den höchsten Regierungskreisen bis hinunter zur Basis verändert Open Education Leben. Besucht creativecommons.org/education, um mehr zu erfahren.
Soweit der Eindruck auf der erste Eindruck unserer Initiative. Und an dem Beispiel sieht man auch, dass es natürlich in verschiedenen Ländern zum Beispiel das Thema Open Educational Resources diskutiert wird. Und wir haben auch heute in der Diskussion festgestellt, dass nur als Randbemerkung, dass es natürlich auch ein länderspezifisches Thema ist, ein kulturspezifisches Thema, dass wir es hier mit einer Übersetzung zu tun haben, die auch ein erster Anfang ist, ist auch ein Stück weit stärker in die in das Bewusstsein der Deutschen sozusagen zu bringen. Aber nichtsdestotrotz merken wir auch an dem Video, denke ich, ganz stark, dass wir da andere Kulturen und anderes Verständnis auch vorherrschen haben. Insofern, es gibt da noch einiges zu tun, nicht nur da, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen. Und ich würde jetzt, wenn ich mit dem Blick auf die Zeit schaue, weil wir das ja abgemacht haben, versuchen, ob ich das hier so ganz sportlich nebenbei hinbekomme. Okay.